Hallo, wir touren hier durch Berlin auf den Spuren der Architekten Bruno Taut und Franz Hofmann, die ab 1920 mehrere Wohnungen für abertausende Menschen geschaffen haben. Der Buchverlag Edition Eichhorn und die Architektentour B haben uns zu ihrer neuen Architektentour über Bruno Tauts Schaffen in Berlin eingeladen, die sie den Berlinern und ihren Gästen ab jetzt anbieten. Frau Eichhorn, Sie haben uns bereits einige Eindrücke vermitteln können von der Arbeit von Taut und Hofmann. Besonders faszinierend fand ich persönlich diese sozialen Aspekte. War das eine Einzigartigkeit von Taut und Hofmann oder war das in den 90er, 20er Jahren allgemein? Das war allgemein der Fall. Das haben auch andere Architekten so umgesetzt. Und das war eben besonders, um die Gemeinschaft zu stärken. Und natürlich hatte man diese Gemeinschaftseinrichtungen auch nötig. Zum Beispiel die Waschhäuser, die einfach vonnöten waren. Die Bewohner hatten keine Waschmaschine in der Wohnung, sondern es wurde in Waschhäusern dann gewaschen. Es wurde die Wäsche auf den oberen Etagen dann aufgehängt in den Dachböden. Und so gab es auch die Häuser, in denen die Werkstätten untergebracht waren. Dort hat man dann Teile repariert, hat Lampen ausgetauscht und hat so immer wieder auch die Wohnungen natürlich versorgt, instand gesetzt, hat die Gärten gepflegt, da wurden Gartengeräte gelagert. Insofern waren diese Einrichtungen auch auf jeden Fall nötig, aber nicht nur das. Es hat natürlich auch noch soziale Einrichtungen gegeben, wie Kindergärten, wie wir es im Tauthaus hier im Hansaviertel gesehen haben, im Erdgeschoss. Dort gibt es einen ganzen großen Raum, in dem die Kinder gemeinsam gespielt haben, wo sich die Familien getroffen haben, oder Gemeinschaftsräume, auch wie im Tauthaus nebenan sichtbar. Dort haben sich die Bewohner getroffen oder auf der Dachterrasse, wo sie dann ein paar Stunden gemeinsam gesprochen haben. Das waren alles Einrichtungen, die man in den Jahren geplant hat und die man auch in anderen Siedlungen umgesetzt hat. Woran erkenne ich immer auf Anhieb sofort ein Tauthaus? Zum einen sind es diese typischen Doppelbalkons, die man hat. Das heißt, die haben zwei zusammenhängende Balkons, die gehören aber zu zwei Wohnungen, sodass diese Grundrisse spiegelbildlich angeordnet sind. Ganz besonders, neben den vielen Farben, die man bei Taut findet, sind es auch die Türen, die Eingänge, die immer im ähnlichen Stil ausgeprägt sind und die eigentlich in der Fassade kaum hervortreten. Das hat auch der Herr Röbein sehr deutlich nochmal erklärt auf unserer Tour, dass diese Türen praktisch in dem Fassadenverlauf eingebettet sind und kaum vor- oder rückspringen, wie man das bei anderen Eingängen hat. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über Taut und Hofmann in Berlin und leiten unter anderem auch diese Tour hier. Woher kommt bei Ihnen persönlich diese Faszination von Taut und Hofmann? Das ist zum einen, weil er natürlich in Berlin so viel gebaut hat und so viele Kleinode auch hier anzuschauen sind. Zum anderen ist es aber eine Publikation in einer Reihe von anderen. Dazu gehört auch Erich Mendelssohn, dazu gehört auch Oskar Niemeyer, Corbusier und wir werden auch an Hans Pölzig demnächst veröffentlichen. Es ist die Faszination über die Architekten, die hier sehr viel geschaffen haben. Und durch den Denkmalschutz sind diese Bauten auch wieder sozusagen in den Vordergrund gerückt worden und wir können jetzt wieder diese Bauten besonders genießen und auch wieder das erkennen, was eigentlich damals in der Geschichte damit bezweckt wurde, neues Bauen und helle Räume mit viel Grün, Ausblick ins Grüne und viel Raum für die Bewohner und auch gesundes Wohnen vor allem. Wenn auch Sie mehr über Taut und Hofmann erfahren möchten, dann nehmen Sie am besten einfach an der nächsten Tour teil. Die findet statt am 7. Juni und wird angeboten von der Architektur B.